Ganz herzlich willkommen zu Plenum TV hier bei Regio TV. Während im Bundestag Schaukämpfe mit stiller Progression und dem Freihandelsabkommen stattfinden, sind bayerische Abgeordnete mit Sachpolitik beschäftigt. Und das kann sich lohnen. Zum Beispiel bei der sogenannten Dokumentationspflicht im Pflegewesen. Das ist so ein Bürokratiemoloch. Die Pflegestandards müssen nämlich vom Personal aufwendig protokolliert und überwacht werden. Und da bleibt immer weniger Zeit für die Patienten. Diese Dokumentationspflicht soll nach einem Antrag der CSU deutlich verringert werden. Wir müssen Pflege entbürokratisieren. Die Zuwendung an den Menschen muss im Mittelpunkt stehen. Und jeder, der das mal genau beobachtet, heißt, dass wir die Pflegekräfte überfordern mit Dokumentationspflichten. Und da müssen wir unbedingt jetzt liefern, umsetzen und tatsächlich etwas auf den Weg bringen, was nachhaltig entlastet. Das heißt, wir müssen die Dokumentierung runterfahren, aber wir müssen auch die Überprüfung, die Prüfinstitute, wir haben jetzt eine Überprüfung aus der Kommune und wir haben durch den MDK eine Überprüfung, die muss zusammengeführt werden und deutlich vereinfacht werden. Isar 2, Gundremmingen, Grafenrheinfeld. Nach Stilllegung sollen auch die bayerischen Atommeiler in eine Stiftung übergehen. Nachsorge und Entsorge sollen dann vom Staat erledigt werden, mit allen Risiken. Das haben jetzt die Betreiber vorgeschlagen. Die Freien Wähler fordern die Staatsregierung zum erbitterten Widerstand gegen dieses Stiftungsmodell auf. Klar ist, ich kann nicht auf der einen Seite Gewinne einfahren und auf der anderen Seite die Steuerzahler die Verluste zahlen lassen. Das muss man sehr genau beobachten. Die Bundesregierung hat ja gesagt, es gibt dazu noch nichts Konkretes und wir werden da genau hinschauen, wie sich das entwickelt. Man muss es im Auge behalten, aber es ist noch nicht entscheidungsreif. Und deswegen wollen wir schon, dass diese Gelder sichergestellt werden und zwar aus ihren jetzigen Gewinnen. Dass wir sie jetzt dazu verpflichten, diese Gelder zur Verfügung stellen, zur Beseitigung der ganzen des Atommülls und aller weiterer Schäden, die eventuell auftreten können. Und das war's schon wieder von Plenum TV mit den aktuellen Themen aus dem Bayerischen Landtag. Wir sehen uns dann kommende Woche wieder hier bei Regio TV.